Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe YouTube-Fans von Cargold. Wir haben heute Morgen ein ganz besonderes Auto hier, Mercedes 300S Roadster. Roadster ist die große Klasse gewesen Anfang der 50er Jahre. Ihr wisst ja, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren, Daimler-Benz war zerbombt. Und die haben ab 1951 eine neue Serie aufgelegt. Und die 300S-Modelle waren eigentlich ganz, ganz besondere Autos. Es ist praktisch der Nachfolger der großen Kompressorfahrzeuge Ende der 30er Jahre gewesen. Und was wir hier haben, ist ein Mercedes 300S Roadster, die sportliche Version. Roadster heißt voll versenkbares Verdeck. Davon sind nur 150 Autos gebaut worden, aber das alleine ist schon toll. Aber das ist das Auto des dänischen Königs gewesen, kann man auch erkennen an diesem tollen Royal Blau. Ist ein ganz besonderes Auto, den fahren wir jetzt mal hier durch Hamburg Straßen, weil dass wir so ein Highlight haben, ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Also ein Wagen, sicherlich für eine bedeutende Sammlung, kommt auch aus einer bedeutenden Sammlung, soll jetzt, ich denke mal, aus Altersgründen weiterverkauft werden. Sehr, sehr guter Zustand und das testen wir erstmal für euch. Ja, das Erste, was mir hier positiv auffällt bei unserem Mercedes 300S Roadster, der Wagen hat eine Servolenkung. Der Wagen ist übrigens 1953 gebaut worden fürs dänische Königshaus, befindet sich in einem tollen Zustand, der ist schon länger in Deutschland, hat in einer großen Sammlung gestanden und ist auch vor einem mir bekannten Top-Restaurierungsbetrieb immer gewartet worden. Technisch ist alles gemacht worden, ich merke das sofort am Motor, der zieht ganz toll durch. Und die Idee, da eine Servolenkung reinzubauen, finde ich absolut klasse. Was nicht ganz original ist, das ist hier ein Leder-Lenkradkranz. Also eigentlich ist das hier das originale Lenkrad. Warum man das jetzt ein bisschen dicker gemacht hat, weiß ich nicht. Normalerweise war das auch in diesem Bakelit hier. Und, aber fasst sich toll an, sieht auch sogar ein bisschen royal aus. Also diese Farbe ist jedenfalls was ganz, ganz Seltenes auf dem Auto. Ist eine Sonderfarbe gewesen fürs dänische Königshaus, sind auch die Initialen seiner Hoheit drauf zu lesen. Und der Wagen ist natürlich, wenn ein Auto aus so einem Besitz kommt, dann ist das natürlich immer was ganz Besonderes. Und das kann man bei dem Auto hier sagen. Also es ist auch eine entsprechende europäische Ausführung. Viele von den 300S Roadstern sind da seinerzeit in die USA gekommen, weil sich die Leute einfach in Europa so ein Auto nach dem Krieg gar nicht leisten konnten. Aber wenn man sich überlegt, es gibt nur 150 Roadster, das ist was ganz, ganz Seltenes. Das Auto gab es als Roadster, das bedeutet versenkbares Verdeck in der Karosserie. Es gab dann den Wagen noch als 300S Cabriolet. Da lag dann das Verdeck oben auf, aber der ist ein bisschen unsportlicher, sagen wir mal so. Aber ein 300S Roadster ist toll, aber wie die Maschine zieht, ist toll. Also für ein 300S, die verschlucken sich gerne mal, die laufen so ein bisschen rauer oder rumpeliger. Die Maschine läuft absolut klasse. Das ist ein Auto, was man toll einsetzen kann. Vor allen Dingen, ich bin 300S, der hat ja normalerweise diesen schweren Sechszylindermotor mit 150 PS vorne. Sehr schwer auf der Vorderachse. Guck mal hier, das ist spielend leicht, also Servolenkung. Ist wirklich ein nützliches Extra, was man hier eingebaut hat. Ja, damals zur Holzausstattung hier vorne. So ist das Original gewesen. Das ist jetzt nicht Zustand 1. Das Auto hat ja auch ein bestimmtes Alter. Das ist so, sagen wir mal, Zustand 2, aber das ist alles das authentische originale Holz. Hier hat man die originale VDO-Uhr. Dann hier vorne das Becker Mexiko drin. Ah, der fährt sich ja toll. Also was ich an dem Auto total fantastisch finde, ist, wie leicht der Wagen sich bewegt. Also das, ich bin noch nie ein 300S gefahren, der sich so spielend leicht fahren lässt durch diese Servolenkung. Also das ist ja unglaublich. Hat halt hier eine Lenkradschaltung. Es gab ganz, ganz wenige Ausführungen, die hatten auch eine Mittelschaltung hier vorne, wie der Mercedes 170S. Übrigens, unser Auto ist 1953 gebaut. Wir sind 1951 in Paris vorgestellt worden, das erste Mal. Und es sind insgesamt vom Coupé, vom Roadster, später dann auch, gab es ja noch Versionen mit einer Einspritzmaschine, 700 Autos gesamt gebaut. Also Roadster, Cabrio und Roadster, Cabrio und Coupé, 700 Stück, aber Roadster sind die seltensten und als Einspritzmotor sind die Autos sehr teuer. Da kosten die 800.000 bis 1 Million und so ein Roadster hier, sage ich mal, der liegt irgendwo, naja, die kosten so knapp an 700, je nach Zustand, aber dadurch, dass unser Auto sowas ganz Besonderes ist,
Das ist sicherlich eine Rarität, der Wagen. Ja, also kann man so nicht mehr kaufen. Und dadurch, dass ich weiß, wo er technisch gemacht wurde, also man merkt das auch, der fährt wirklich traumhaft schön, der Wagen. Was ich auch sehr schön finde, ist hier vorne, schaut euch mal die Sonnenschutzblenden an, da haben sie auch ähnlich wie das Royalblau außen auf der Farbe. Normalerweise war das nämlich grün hier, das haben sie in blau gemacht, finde ich sehr, sehr edel. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ein toller Wagen. Läuft spitze ungefähr 165, hat 150 PS und eine 3-Vergaser-Anlage, wiegt ungefähr 1,7 Tonnen, war also kein Leichtgewicht, aber war in den 50er Jahren das exklusive Fahrzeug überhaupt weltweit. Also was Besseres konnte man damals sich eigentlich nicht kaufen, mal von Rolls-Royce und Bentley abgesehen. Aber das war ein Wiedererstarken der Marke Mercedes. Also schaltet sich sehr gut hoch, fährt auch sehr, sehr zügig der Wagen. Und man hat ein wahnsinnig schönes Platzgefühl. Die Beine haben genügend Platz hier vorne. Diese riesigen großen Sessel, auf denen man sitzt. Also ein ganz, ganz gemütlicher Wagen. In einem tollen Zustand und vor allen Dingen, hallo. Ja, die Leute freuen sich, wenn man hier im 300S vorbeifährt. Ist halt eben was Besonderes. Und auch zu allen Zeiten gewesen und war halt der legendäre Nachfolger vom Kompressor-Mercedes bei Daimler-Benz. Mit den Kompressorautos hat seinerzeit Daimler-Benz seinen Weltruhm begründet. Und mit dem 300S versuchen sie es dann nach dem Krieg fortzuführen. Und wenn man sich überlegt, die Autos waren ja da auch wirklich relativ modern. Es ist aber eine sehr, sehr komplizierte Karosserie, ein 300S zu restaurieren, ist sehr, sehr schwierig und aufwendig. Da muss man sich wirklich auskennen. Und wenn man das nicht tut, geht das oft schief. Deswegen muss man sich den 300S wirklich genau angucken. Er ist super gefedert, also er schlägt überhaupt nicht durch. Wir haben hier gerade altes Kopfsteinpflaster. Wir befinden uns hier gerade in Hamburg-Alsterdorf, wirklich wunderschön. Ach ja. Was ist das denn? Mensch, wo waren wir denn? Ach hier. So, jetzt öffnen wir mal kurz mal die Haube bei unserem Mercedes 300S Roadster und zeigen euch mal, die Befestigungen sind hier. Das ist die Maschine zu dem Auto aus dem Baujahr 1953. Der hat 150 PS geleistet, 3 Liter Hubraum. Man kann hier die 3-Vergaser-Anlage sehen. Man muss beim 300S immer aufpassen, ob da nicht vielleicht, wenn da die Maschine mal kaputt gegangen ist, ein Adenauer-Motor reingesetzt wurde. Der hat nämlich eine geringere Leistung, ist nicht so wertvoll. Eine Original-S-Maschine ist sehr, sehr wertvoll. Meistens kann man das hier vorne am Luftfilter erkennen. Wenn der nämlich hier geteilt ist, denn der Adenauer hat nämlich nur 2 Vergaser gehabt, hat man praktisch die Luftfilter hier noch erweitern müssen zu den 3 Vergasern hin. Hat aber eigentlich eine Adenauer-Maschine. Sieht genauso aus, mehr oder weniger. Schaut mal, hier sind noch die originalen Bosch-Stempelchen auf der Lampe. Also es sind sehr, sehr viele Teile, toll original. Auch das große Wappen-Mercedes-Logo hier vorne ist das Originale. Das ist nicht irgendwie aus dem Ersatzteilhandel, das ist das Richtige. Dieser gewaltige große Stern, da weiß ich, dass der Originale verloren gegangen ist. Den hat man erneuert für sehr, sehr viel Geld, neu angefertigt, völlig authentisch. Dann hier vorne die Nebellampen, schaut mal hier, alles mit Stempelchen, mit Bosch-Stempelchen drauf. Also das Auto ist wirklich ganz, ganz toll original. Hier vorne haben wir Fahrgestellnummer Daimler-Benz-Gesellschaft Stuttgart unter Türkheim. Das ist das originale Typenschild von damals. Also das Auto hat sehr viele Details, die wirklich fantastisch sind. Und ja, auch sonst der Zustand. Also beim 300S muss man immer hier gucken, ist es schwierig mit den Türen. Schaut euch mal die Linienführung hier an, die ist gut bei dem Auto. Oft sitzt und passt das nicht mehr richtig beim 300S. Auch die Keder sind soweit in Ordnung. Man darf halt nicht ganz vergessen, ein 300S Roadster ist ein extrem aufwendig konstruiertes Auto aus Handarbeit. Und wenn die mal hinüber waren und nicht mehr im guten Zustand waren, dann war das wirklich schwierig, die wieder gut hinzubekommen. Es kostet auch ein Vermögen, so einen Wagen zu restaurieren. Was interessant ist bei unserem Auto, er hat diesen Chrom, der gehört eigentlich nicht ans Auto. Den Chrom, den Radlaufchrom, hatte eigentlich nur ein 300SC. Also es war der Wagen mit der Einspritzmaschine, der hatte dann 175 PS. Die haben dann den Chrom gehabt. Warum er den hat, weiß ich nicht. Es sieht natürlich ein bisschen schicker aus. Ist auch sehr aufwendig, kostet sehr, sehr viel Geld. Unser 300S hat ihn. Und hier sind die Initialen seiner Hoheit. Das könnt ihr hier vorne sehen. Das hat er übrigens auch hinten drauf auf dem Kofferraum. Da steht also einmal
das 300S-Logo, schaut mal hier, es ist halt Mercedes 300S. Das ist auch das erste Mal, dass Daimler-Benz überhaupt diese Bezeichnung S eingeführt hat. Heute gibt es hier S-Klasse, aber 300S, das war halt eben das größte Modell, was man gebaut hat. Zu der Zeit 1951, als sie eingeführt wurden, da gab es noch keinen Flügeltürer, noch keinen Roadster 300 SL. Da war das eigentlich das Größte. Man hatte einen 170er Mercedes, man hatte einen 220er Mercedes und dann den großen 300er. Was es dann noch gab, war die 300 Adenauer, das war der viersitzige Große. Aber das war eigentlich das Auto schlechthin. Das war das Repräsentationsfahrzeug, das Exklusivste, was Daimler-Benz Anfang der 50er Jahre überhaupt gebaut hat. Mehr als das ging nicht. So, ganz kurz nochmal zum Roadster, das könnt ihr hier sehen. Er hat sich hier einen Windschott reingebaut, das kann man rausnehmen. Es zieht in so einem Auto natürlich ein bisschen, gehört hier nicht rein, haben wir jetzt einfach mal drin gelassen. Das ist die Persenning. Unten drunter ist das Verdeck, das war nicht gefüttert und ist hier ganz drunter verschwunden. Das ist halt eben das, was ein S ausmacht. Wenn es ein Cabrio ist, der liegt das hier groß oben auf. Das Auto sieht anders aus. Das Schöne an dem 300S Roadster ist, dass er wirklich sportlich aussieht. Ja, hinten ist der Kofferraum, da schauen wir einfach mal rein. Ja, das hat man verkleidet, das gehört nicht hier so. Man hat es aber aus Schutzgründen gemacht, denke ich. Teppichboden, so ist er gewesen, das ist authentisch. Da vorne ist der Wagenheber. Ja, man hat bei dem Wagen vor allen Dingen auch darauf geachtet, dass er technisch und im guten Zustand ist. Und das ist das Auto. Auch das Spaltmaß hier vom Kofferraum ist exzellent. Und man kann daran erkennen, dass die Lampen hier vorne so ein bisschen älter sind. Das sind auch die originalen Rückleuchten. Also die muss man auch unbedingt drauf lassen, meine ich. Es ist so, wenn ich mir die gesamte Karosseriearbeit ansehe oder der ganze Zustand. Also an dem Auto ist nicht viel gemacht worden. Der hat natürlich mal einen neuen Lack bekommen. Technisch ist er erste Klasse, das habe ich gemerkt eben, als ich gefahren bin. Ja, und so qualitativ, jetzt sehe ich gerade, ich habe den Blinker hier nicht zurückgemacht. Der Blinker ist ja am Lenkrad. Also qualitativ auch vom Fahren her ist es einer der besten 300S, die ich bisher bewegt habe. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen auch dieser tollen Maschine geschuldet, die super läuft und der Servolenkung. Der Wagen fährt sich total leicht und wie ich meine, ist wirklich ein Bild von einem Auto. Ja, so als Resümee, Mercedes 300S war seiner Zeit damals technisch absolut voraus. Nur er hatte eben noch diese barocken Karosserieformen der 30er Jahre. Das hat sich dann später auch geändert. Aber von der Technik ist der Wagen hervorragend. Also das ist ein richtiges Reiseauto. Da ist auch hinten relativ viel Platz im Kofferraum. Den kann man lange Reisen fahren. Und dieser hier fährt sich extrem leicht durch die Servolenkung. Ich bin also noch nie ein 300S mit Servo gefahren, muss aber sagen, also das gehört eigentlich in jeden diesen Wagen. Man kann diese Auto auch immer umrüsten, gibt aber dann ein völlig anderes Fahrgefühl als mit einem normalen, weil dann ist die doch ziemlich schwer, die Lenkung. Aber er hat halt eben die Servolenkung. Ja, die Lenkradschaltung ist sehr, sehr angenehm. Auch die Bremsen sind gut. Das sind ja noch Trommelbremsen, aber schon hydraulische Trommelbremsen, also keine Seilzugbremsen mehr, die es ja in den 30er Jahren noch gab. Und dann ist das Auto relativ schwer. Hat eine 3-Liter-Maschine, habe ich schon erzählt, mit 6 Zylindern, die 150 PS leistete mit 3 Vergasern. Und der Verbrauch bei so einem Auto liegt irgendwo, ich sag mal so roundabout 15 Liter. Ja, also so, mit so einem Auto verbraucht man ca. 15 bis 20 Liter. Man kann ihn auch, wenn man ihn ganz langsam fährt, vielleicht mit 12 Litern fahren, das weiß ich nicht. Fest steht, dass das Drehmoment von ca. 250 Newtonmetern auf jeden Fall ausreicht, um den Wagen wirklich richtig gemütlich und temperamentvoll selbst durch die Alpen zu fahren. Ja, was ist unser Resümee? Mercedes 300S in einem wirklich guten Zustand. Ein ganz toller, bodenständig restaurierter Wagen. Sehr viel Originalteile dran. Tolles halt die Historie, dänisches Königshaus. Das ist einfach besonders. Dann ist er in der Technik immer gewartet worden bei einer absoluten Number One Company, die ich seit Jahrzehnten kenne. Eine Top-Firma. Und das merkt man, wie er läuft und wie er fährt. Also das, was an dem Auto an Verbesserungen gemacht wurde, ist wirklich sinnvoll. Das ist was für eine Sammlung. Und da der Wagen sehr, sehr selten ist,
Könnte auch also preislich davon ausgehen, sind das ganz wertstabile Fahrzeuge. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind ja diesmal in Hamburg, das habt ihr sicher mitbekommen. Es gibt hier keine Tannen und auch keine Berge. Jetzt sind wir wieder direkt kurz vor unserem Laden hier vorne, Weg beim Jäger 224 in Hamburg. Also wenn ihr richtig gute Autos habt, die zu uns passen, die halt, müssen halt Cargold-Qualität sein, bitte bietet uns die an. Haben wir immer größtes Interesse dran. Das ist was für uns und durch unsere Filme, die wir mittlerweile machen, erreichen wir einen sehr, sehr großen Kreis auch weltweit. Wir verkaufen mittlerweile übrigens 70% international unsere Fahrzeuge. Und deswegen haben wir diesen schönen Laden, da fahren wir hier gerade vor, das könnt ihr ja sehen. Wo der Wagen dann sein neues Zuhause findet, besser verkauft ist. Ja, ich sage tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Film. Euer Stefan.